Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir hatten gerade ziemlich große Fische an Land gezogen. Walfeld. Also man sieht, man kann bei Minecraft ziemlich viele Sachen angeln. Ich helfe mal mit. Das ist so bescheuert, das Ding, Ich ne? kann den sogar zu mir herziehen. Jetzt hat er gerade. Ah, meine Angel kriegt ihn nicht. Jetzt habe ich ihn. Er kriegt, glaube ich, auch Schaden, wenn wir ihn. Ja, kriegt er auch. Wir können ihn ja auch wie bei Flug der Karibik hier auf das Schiff holen. Wenn das geht. Das war ein sehr unfairer Wurf. Moment, geht das vielleicht mit dem Lasso den einzusammeln? Das wäre ja schon Hammer, ne? Hast du ein Lasso dabei? Nee, leider nicht. Oh, Moment, ich muss kurz ein Lasso holen. Weil da ist jetzt nämlich was ganz Lustiges. Ein Lasso. Das Ding sieht mich an und will hochkommen, aber es kommt nicht, weil die Latte zu groß ist. Oh Mann, ey. Jetzt hat er wieder keinen Kopf bei mir. Ich find's lustig. Komm her. Der hat seine Textur geändert. Jetzt hat er plötzlich keinen Kopf mehr. Also immer diese großen Fische. Soll ich dir was Lustiges zeigen? Ja. Moment. Möchte ich sehen. Die können ja auch nichts machen. Finde ich auch gut. Soll ich den mal hauen? Ah, scheiße, ich kann ihn doch nicht ans Lasso nehmen. Bäm! Oh, doch nicht. Das ist genauso wie beim Nee, Gast. Man muss doch. ich dachte, ich könnte ihn an die Leine nehmen. Lol, ich kann ihn nicht hauen. Böser Zombie. Puh, das bin ich beleidigt, böser Zombie, Ich dachte, wir können mit dem das gleiche machen wie mit der Spinne. Du meinst das Monster-Jojo? Jetzt hat er schon wieder eine andere Textur. Ja, Monster-Jojo. Oh Mann. Und jetzt sind natürlich auch keine Mit dem Monster. Wenn man ein Führerschein, Monster ne? braucht, sind auch keine Monster da. Aber liebe Zuschauer, jetzt machen wir schon wieder lauter Quatsch hier und wollten euch ja eigentlich vernünftige Sachen zeigen. Ich gehe jetzt mal Böse. rein, denn in der Zwischenzeit habe ich mir nämlich auch die Texte besorgt für die Schilder. Deswegen rüste ich jetzt mal die unten um auf die Schilder und zeige euch, was man jetzt so für Verzauberungen machen kann. Das hätte ich aber eigentlich gerne hier auf dem Tresen. Ich Wie mache wäre es das. hier an dem Tresen dran? Das könnte ich natürlich Sonst. auch machen, ja. Es gibt insgesamt drei Verzauberungen, die wir machen können. Wir haben extra nochmal nachgeschaut, aber leider gibt es nur drei Stück. Und ich würde sagen, wir machen hier die erste hin. Enchant schreiben wir in die Zeile 2. In die dritte Zeile schreiben wir Any für alle Werkzeuge. Und dann schreiben wir unten hin Luck Doppelpunkt 1. Und jetzt müsste dieses Schild funktionieren. Und wir sehen, es funktioniert nicht. Weil ich doof bin. So. Und deswegen muss ich jetzt ganz schnell mal gucken, wie das war mit diesen Schildern. Denn ich habe mir jetzt alles Mögliche rausgeschrieben, aber nicht genau, wie was auf die Schilder geschrieben werden muss. So. Du kannst doch einfach beim Dingens gucken, beim Schmied. Zum Glück hat es keiner gesehen. Und ohne dass die Zuschauer das jetzt mitbekommen, fliege ich jetzt ganz schnell zu unserem Schmied und gucke nach, wie das war. Ja, Okay, es auch kommt. eigenhändig Design von Innenarchitekt Xavier. Ja. Ups. Und zwar war es fast richtig. Ich habe es fast richtig gemacht, Leute. Fast, ja, fast. So, und zwar kommt Enchant in die erste Reihe. Enchant. In die zweite Reihe kommt Any für jedes Werkzeug. In die dritte Reihe kommt der Zauberspruch. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Luck 1. Und das Ganze soll kosten 100 Dollar. Denn ihr verdient ja bei uns Geld. So, und damit seht ihr, Luck 1 funktioniert. Also Luck heißt, ist Englischen heißt Glück. Also es gibt nicht Luck. Ihr könnt also nicht eure Rüstungen lackieren oder so. Wobei, Lol, ich kann ich hab das auch gehört, man kann machen? jetzt auch die Rüstungen irgendwie umfarben. Lol, das kann ich ja auch machen. Das finde ich ja hammermäßig. Da kann ich ja meinen Shop eröffnen. Ja, kannst du.
Oh, mein Blumengeschäft-Wettlauf. Wir machen Lack-Doppelpunkt 3 und schreiben unten drunter Dollar 300. Wobei natürlich Schilder nicht von jedem Spieler erzeugt werden können. Dafür müsst ihr euch erst die Erlaubnis erspielen, indem ihr längere Zeit auf unserem Server unterwegs seid und Oder königliche Ritter. Aber das oder gibt's nur königlicher einmal. Ritter seid. Ja, genau. Und wir machen jetzt hier als zweiten wieder Enchant, Verzauberung, und zwar für alles. Und wir schreiben dann hier Lure, und zwar in der Stufe 1 und schreiben dahin Dollar 100. Das Schild machen wir weg, das ist nämlich falsch. Nur gucken, wie viel Money habe ich denn? Man kann ja mal gucken bei Slash und dann gibt man Money ein. Genau, ihr könnt entweder Slash Money oder Slash Balance machen, Und dann ich habe bekommt ihr. 564. Ich habe in der Zwischenzeit, glaube ich, 3000 oder so, weil ich halt auch immer mich um die blöde Hühnerfarm kümmern muss, die immer voll ist, weil viele Spieler gar nicht verstehen, dass man da jederzeit alles leer machen kann. Wir hatten ja jetzt einen Ich glaube aber, Creeper. manche haben auch einfach keinen Bock auf Hühner. So wie ich. Ich bin das Beispiel nie drin. Wir hatten ja auch schon Creeper da, die, als ich neben ihnen stande, alle Hühner umgebracht haben und haben dann zu mir gesagt, haha, wir haben alle Hühner umgebracht. Musst du sagen, ja, oh nein, mach Und das bloß nie wieder. dann habe ich gesagt, ja, ja, super, ey, toll die Leistung, ey. So, Ey. was haben wir denn noch? Unbreakable wollten wir noch machen. Jetzt habe ich natürlich die Aufteilung meiner Schilder hier ein bisschen blöd geplant. Was ist der Lure? Das ist, Köder. Oder was? es geht darum, nee, das ist. Mein Freund SpongeBob und ich. Ich muss kurz spicken, einen Moment. Und zwar ist das Köder. Ah, Erhöht doch. die Anzahl der gefangenen Fische in der gleichen Zeit. Wahrscheinlich haben jetzt die ganzen Spieler gesehen, wie ich auf den Desktop umgeschaltet habe. Da Oh, bin ich ja mal schlecht. gespannt. Ich habe nämlich noch nie geguckt, ob das tatsächlich zu sehen ist. Ja, So. da sind Passwörter ja zu sehen und so. Enchant. Ja, und alle Geheimnisse unseres Servers sind da zu sehen Genau. gewesen. Genau. Wie man die OP kriegt. Unbreaking 1. Und zwar kostet das Dollar 100, denn alle Zauberer Stufe 1 kosten bei uns 100 Dollar. Das hat auch funktioniert. Und wenn oben nämlich die Schrift blau wird, dann bedeutet das, ja, du hast dich nicht vertippt, du hast alles richtig eingegeben. Wir machen auch hier wieder Any, wir machen hier Unbreaking 3 für Stufe 3. Es gibt insgesamt Unbreaking, gibt es bis Stufe, gibt es auch, ne, gibt es bis Stufe 3 meine ich. Unbreaking. Ich spicke nochmal. Unbreaking gibt Bereif. es bis Stufe 3. Ja, 3 reicht auch vollkommen. So, Perfekt. und zwar gibt es viele Zauber, die bis Stufe 5 gehen, aber wir machen nur bis Stufe 3 auf die Schilder. Das liegt ganz einfach daran. Ihr könnt natürlich auch unsere Zaubertische benutzen, vollkommen kostenlos. Könnt ihr eure Level, die ihr erspielt habt, ich habe jetzt zum Beispiel 24, wie ihr seht, könnt ihr einsetzen und damit eure eigenen Verzauberungen machen. Ja, Wir und das hat auch könnten einen noch ganz an. besonderen Grund, ne? Ja, denn wir Damit wollen man ja. nicht allmächtig wird, ne? Genau. Denn wir sind hier die Einzigen. Wirklich die Einzigen, die hier allmächtig sind. Ja. Nein, Leute, wir sind total lieb und nett. Also ihr könnt vorbeikommen und ihr werdet feststellen, wir sind hier allem gegenüber offen, außer Creeping und Leute, die Hacking. sich nicht benehmen können. Jetzt hätte ich ja noch gerne hier drei Schilder angebracht, die uns dann erklären, was diese Zaubersprüche Ich hab bedeuten. welche. Das könnte ich. Nee, soll ich das hier an die Wand machen? Mach doch direkt dahin. Am Stroh, das sieht sowieso hässlich aus. Es tut mir so leid, aber mein Häuschen müsste ja ein bisschen Symmetrie drin haben. Ich könnte. Hast du es gelesen, ob ich sein Gebäude versetzen kann? Also. Nee, dann soll er selber machen. Ich kann ja jeder sagen. Magst du meine So. Gebäude versetzen? Ich möchte jetzt gerne da wohnen. Okay, also Unbreaking ist Verlängerung der Haltbarkeit der Verlängerung der Haltbarkeit der Angel.
Haltbarkeit. Nein. Natürlich so. Unbreaking. Haltbarkeit. Level 1. Hat eine. Wie könnte man jetzt Schaden abkürzen? Schaden. Minus. Beef. Minus 50% eine Abkürzung für Schaden. Kommt die Folge heute noch raus? Nein, die Folge kommt nicht heute raus. Oh, die andere, die vorhin? Die kommt auch nicht heute raus. Oh, dann muss ich ja noch warten. Ich muss die ja noch bearbeiten und das Bearbeiten von so einer Folge dauert schon ziemlich lange. Aber in dem Moment, Leute, wo ihr diese Folge seht, kann ich euch sagen, dann ist sie erschienen. Und ich gucke ja täglich diese ganzen Folgen. Ja? Also es kann auch sein, dass ihr mal einen Kommentar von mir seht. Ja? Und dann könnt ihr auch ruhig einen Kommentar schreiben. Also das macht wirklich nichts. Ne? Keine falsche Bescheidenheit. Jetzt muss ich nochmal spicken. Also ich kann mir einfach nichts merken. Glück des Meeres passt nicht hin. Also muss ich schreiben Glück de Punkt Meeres. Oh. Meeres. Das hat gepasst. Level 1. Glück des Meeres. Ja, Lol. Ich müsste jetzt schreiben Müll minus 3%, Schatz plus 1%. Das kommt gut. Aber leider ist der Text zu lang. Das finde ich auch, das ist eigentlich recht blöd mit den Schildern, dass es immer nur so kurze Dinge sind, weißt du? Läuft voll der Jump'n'Run hier in unserem Strand. Ja, wie kann ich das denn abkürzen? Das ist, also man hat nur 4 Zeilen und man kann nicht so viele Buchstaben benutzen. Schreib einfach, guck in das Video. Ich schreibe jetzt einfach hin minus 3% und dann macht dahinter einen Schrägstrich und dann schreibe ich hin plus 1%. Und dann sollen die Leute sich denken, was das bedeuten soll. Level 3 minus 8% Schrägstrich plus 3%. Und dann habe ich noch eine Beschreibung, die ich machen muss und die könnten wir dann da hinhauen. Und da schreiben wir hin. Hoffentlich sieht jetzt niemand, dass ich hier so TS-Nachrichten andauernd durchgeschickt bekomme. Lör. Das heißt Köder. Und sorgt bei Level 1 dafür, dass man 5 Sekunden weniger wartet und 1% mehr Schätze bekommt. Minus 5%, minus 5 Sekunden, plus 1%. Ja, wenn ich wenigstens Loot schreiben könnte. Na, ist egal. Dann machen wir hier noch Level 3. Hat minus 8%, nein, minus 8 Sekunden. Und plus 3%. Ich finde hier in Minecraft fehlen eindeutig Tiere, ganz ehrlich jetzt mal. Ja, ich habe gestern ein neues Spiel begonnen. Und zwar ein Singleplayer-Spiel. Und ich muss mal kurz hier die TS-Nachricht wegklicken. So. Und dabei habe ich auch Mo Creatures installiert, was ja wirklich total viele Tiere mitbringt. Das finde ich auch echt schön, weil die Texturen auch gut sind. Ja, das Problem allerdings ist, mein Mo Creatures hatte irgendwie einen Schaden. Ich konnte nicht regeln, wie viele Tiere spawnen. Und nach ungefähr 10 Minuten hatte ich mehrere Millionen Insekten. Ja, um ja wie Haus heute herum. Die Garstin, ne? Auch mehrere tausend. Ja, wir hatten heute einen kleinen Schaden auch auf unserem Server. Im Nether sind einfach 10.000 Gasts erschienen und haben alles auseinandergenommen. So, jetzt hätte ich ja gerne noch 2 Schilder, mit denen man einmal eine Angel kaufen kann. Eine normale Angel und ich hätte gerne noch ein Schild, mit dem man eine Karottenangel kaufen kann.
Das Problem dabei ist, dass ich gerade die Codes für die zwei Sachen nicht weiß, also für Angel und für Karottenangel. Deswegen würde ich sagen, wir fügen in den nächsten Tagen dann noch hier zwei Schilder hinzu, mit denen ihr dann auch die Angeln kaufen könnt und die Karottenangel. Aber wenn ihr hier geschickt auf dieser Insel unterwegs seid, Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Michael, So, für da bin ich Nils. wieder. Damit das geschickt weitergeht, ich habe den Faden verloren, was ich gerade sagen wollte. Ja, mit Achso, wenn ihr geschickt Angeln. seid, genau, wenn ihr geschickt Genau. seid, hier auf dieser Insel, dann braucht ihr eigentlich nur ein Schwert und dann lauft ihr hier raus, werdet ihr dann überfallen von Spinnen. Spinne? Mein Leute, Gott, wer ich hat denn habe hier der noch Spinne mehr? 20 Mal erklärt, wenn ich aus dem Haus rauskomme, soll die Spinne hier auftauchen, als ob sie zufällig vorbeiläuft. Ja. Ich habe sie 10 Mal gecastet. Hab ihr gesagt, ey, wenn ich rauskomme, dann kommst du bitte angerannt, ja? Hallo, Spinne? Spinne? Boah, ey, weißt du, so billige Aushilfskräfte, die einfach nicht Ach machen, was, was man ey, so wie will. ich, ey, einfach so Hier, unterm Haus hinter der hast du sie Mülltonne versteckt. eingeheuert. So, da findet ihr nämlich schon mal die Angelseide. Oder die, wie heißt das eigentlich bei Minecraft? Oder? Seide Faden. oder Faden. Und wenn ihr Fäden habt, dann könnt ihr ja schon eine Angel. Fäden habe ich denn jetzt? Ich habe einen Faden zu wenig, sonst könnte ich euch zeigen, wie man Angel baut. So, unser Zombie hat, glaube ich, das Weite gesucht, oder? Ja, das ist er ist wieder am Abtauchen. Ah. Und wir hatten ja in der letzten Folge versprochen, wir wollen noch mit euch einen kleinen Rundgang machen, Ah ja, durch durchs das Schiff. Schiff. Genau. Und du stehst da auf Seerosen rum, oder was? Ich mag Seerosen. Da fehlt noch die Seerosenblüte. Ja, Lotusblüten am besten. Ja. Und es fehlen noch Hibiskusbüsche hier in Was lustig Minecraft. ist, bei Minecraft gibt es so stabile Schiffe, dass ihr, wenn ihr mit einem Schiff gegen so ein Ding hier gegenfahrt, gegen so ein Platt, dann passiert es, dass ihr mitten auf dem Meer sinkt. Ja, komisch, ne? Aber ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich so gerast bin, dass das Ding hier abgegangen ist, hier die Seerose. Ich habe übrigens gestern noch ein paar mehr hier verteilt. Also ich hatte noch welche auf Lager und die habe ich dann hier Aha. verteilt. Ich weiß gar nicht, ob man die irgendwie vermehren kann. Nee, glaube ich nicht, ne? Ist aber nicht so schlimm. Sieht gut Also, aus. wir gucken noch mal kurz auf das Schiff. Ihr seht hier, von außen fliegen wir mal entlang und ihr könnt hier sehen, hier sind die Kanonen. Hier ist die Klappe noch zu, aber da unten seht ihr die Kanonen überall. Das heißt, wir sind auch schussbereit. Und wir gucken hier mal von außen in die Kajüte des Kapitäns. Der hat nämlich hier Hallo! hinten seinen super Sitzplatz. Ich sehe dich. Mit dem Kapitänsblumentopf und der Kapitänslampe. Hier an dem Kapitänsschreibtisch. Und hier drüben am Kapitänskartentisch, den wir hier sehen können. Wir sollten, ja, weißt du, was wir noch machen sollten? Wir sollten da noch eine Karte drauflegen. Ich glaube, das geht nämlich. Ich glaube. Allgemein müssen wir noch am Spawn eine Karte machen, so eine ganz große von der ganzen Map. Ja, gut. So, nicht von der ganzen Map, aber so von Großteil der Map, so weißt du? Ja, So also eine Informationskarte im neuen Touristenzentrum. was wir ja schon festgestellt haben, wir haben schon ganz viele Sachen für euch an den Spawn geschrieben. Wo findet ihr was? Wo gibt es Essen? Was müsst ihr tun, um befördert zu werden? Und das Lustige ist, kein Spieler bekommt es hin, das zu lesen. Ja, wir haben auch extra ein Regelbuch gemacht, also das ist von mir geschrieben. Und das würde schön, würde uns freuen, wenn ihr euch das mal durchliest. Einfach nur, damit ihr es wisst. Ja. Ja, es gibt nicht so viele Regeln. Also viele Regeln, die es bei uns gibt, die sind tatsächlich nur deswegen entstanden, weil wir ja schon ein paar Mal gecreeft worden sind und wir daraus dann ein paar Regeln erzeugen mussten, die wir eigentlich gar nicht wollten, denn wir wollten eigentlich für euch hier alles erlauben, aber das klappt ja leider nicht wegen ein paar Spielern, die nur Blödsinn im Kopf haben. Ja, total bescheuert. Genauso wie bei GTA Online mit ihren 99 Leveln und 30 Milliarden auf dem Konto. Ja. Total ätzend. Kleine Kiddies. Ja, wir hatten ja. Ist eigentlich unser Freund noch da, den wir eben rausgeschmissen haben? Nee. So, also, ja, genau. Wir zeigen euch mal das Schiff. Das kleine Problem bei uns beiden ist jetzt gerade, wir sind jetzt wir haben ganz vergessen, euch zu zeigen, um was es hier geht. Denn wir haben das eben schon mal gemacht und dann ist uns leider das Spiel abgestürzt.
Ja, also man liegt da, wie man sieht. Und ich bin jetzt weg. Nein. Wo bist du? Ich werde mich jetzt rausbauen. Ich bin gespalten. Oh Mann, jetzt muss ich das arme Schiff kaputt machen. Das Nein, finde warte, ich ich hol geil. dich. Nein, zu spät, jetzt ist schon kaputt. Kaputt machen macht mehr Spaß. So, ja, wir zeigen euch das. Hier gibt es also eine ganze Menge Sachen zu entdecken auf dem Schiff. Das Schiff ist ja ziemlich groß und ihr könnt auch hier unter Deck gehen und ihr könnt hier überall rumlaufen. Natürlich ist das ganze Schiff geschützt, also ihr könnt es nicht kaputt machen. Shit. Aber, also Ja. nur wir können es kaputt machen. Aber ihr könnt hier rumlaufen und es geht hier auch ziemlich tief runter. Es geht nämlich irgendwo noch eine Etage tiefer, genau. Hier ist nämlich der Laderaum. Und wenn mich nicht alles täuscht, geht es sogar noch eine Etage tiefer. Und ich habe hier euch für euch Weizen reingemacht. Hier ist das letzte Crewmember. Das ist Eddie, der wohnt hier schon seit 508 Jahren. Ja. Ja. Ja, der ist auch ganz lieb zu uns. Ja, der ist halt so ein bisschen blöde. Wie ihr seht, kann der gar nicht schießen. Der schießt immer rückwärts. Erlöse ihn doch mal. Okay. Wir gucken Er weg. möchte aber nicht. Er möchte dich noch ein bisschen weiter kennenlernen. Wir gucken weg. Oh, du hast einen Bogen gekriegt. Ja, so viel zum Schiff. Es gibt hier viel zu entdecken auf unserem Server. Das ist ja nur ein Ding. Es gibt auch noch Sachen, die haben wir euch in keinem Video bisher gezeigt. Versteckte Ecken und selbst mein Sicherheitschef habe ich zuletzt überrascht, indem ich ihm Sachen gezeigt habe auf unserem Server, von denen er gar nicht wusste, dass es das Aha. gibt. Ja, der liebe Nenox war vollkommen perplex und hat gesagt, seit wann gibt es das denn hier? Und Ja, so ein klar. paar Überraschungen halten noch für euch bereit. Und die kriegt ihr auch erst mitgeteilt, wenn ihr tatsächlich dann schon eine Zeit da mitgespielt habt und habt euch dann schon die Privilegien erspielt, dass ihr verschiedene Bereiche der Karte betreten dürft. Ja, finde ich, ich finde, also ich finde, ich sollte die auch langsam mal kennenlernen. Nein. Oh! Aber lieber Leute, es ist schon wieder Zeit. Wir müssen leider sagen, macht's gut und Adieu. auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir verunstalten Minecraft. Da geht's übrigens ziemlich Tschüssi. weit nach oben. Ah, ne? Vielleicht sollten wir in der Aufnahmepause mal so eine kleine Rundfahrt um unser Angelbude machen. Oh, wir sind immer noch auf Sendung. Meine Güte. Leute, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bis Tschüss. dahin. Ciao. Tschüss.